Tor 1 oder der blaue Umschlag. So oder so ähnlich hören wir es in den 90ern viele Male vom TV-Bildschirm schallen. Und er ist Stimme und Gesicht hinter diesem Satz, Jörg Dräger. Der Geh aufs Ganze Moderator und sein berühmtes Maskottchen, der Zonk, haben die Fernsehlandschaft mitgeprägt. Wir haben ihn und seine Frau Petra auf dem Semperopernball in Dresden getroffen. Wie denkt er heute über den Zonk? Ein Segen. Ja, weil alles, was ich, also das Einzige, was ich selbst verdient habe, ist meine Frau. Alles andere habe ich vom Zonk. Ja, und es war einfach, ich sag mal, der Zonk war wirklich eine Unikatgeschichte. Das hat nicht nur an mir gelegen, sondern auch daran, dass das Format unvergleichlich war und ich die Chance hatte, was ja kaum noch ein Kollege hat heute. Ich konnte mich in diesem Ding ausleben. Und was macht Jörg Dräger heute? Genießt der Entertainer etwa schon seinen Ruhestand? Nein, Ruhestand gibt's nicht. Wobei natürlich, ich sage mal, den Dschungel schließen wir im Moment noch aus. Da habe ich noch 3-4 Jahre Zeit. Nein, also ich mache sehr viele Lesungen, meistens mit selbstgeschriebenen Geschichten, was ganz, ganz toll ist. Versuche mich an dem einen oder anderen TV-Projekt. Vor 2 Jahren Tele 5. Oh Gott, Old Guys on Tour. Aber so richtig old wirkt der Kultmoderator auf uns jedenfalls nicht. Wie hält er sich eigentlich so fit? Ich mache wirklich das, was mein Körper mir signalisiert. Und keiner glaubt es mir. Und damit komme ich sensationell über die Runde. Ich esse Fett, ich trinke nicht regelmäßig, aber ab und an, wie heute Abend. Ich glaube, man hört es ein bisschen. Auch mal gerne 1 oder 2 Flaschen Rotwein und fühle mich einfach super. Und irgendwann sagt mein Körper, mach mal eine Pause. Und dann, das muss ich jetzt noch loswerden. Ich laufe dieses Jahr zum 14. Mal hintereinander 848,7 Kilometer den Jakobsweg. Ein weiterer Trick, um jung zu wirken, seien flippige Accessoires wie seine rote Brille. Die ersparen laut Herrn Dräger sogar die ein oder andere Schönheits-OP. Ja, ich kann euch das ganz einfach erklären. Also es fängt ja irgendwann bei einem Mann 60 plus, wird das hier ein bisschen dicker, ne? Dann habe ich gesagt, fahre ich jetzt an den Bodensee zu Dr. Mang oder lasse ich es? Habe mich entschieden, ich lasse es. Was ich mache ist, ich kann total gut gucken, es ist reines Glas, aber leicht gefärbt. Und dann ist das alles weg. Man merkt, Mr. Zonk ist heute noch genauso gut drauf wie in den 90ern und verbreitet hoffentlich noch lange so gute Stimmung wie an diesem Abend.